Sir, die Verhandlung wäre so schnell vorbei, dass ich Ihnen raten würde, Geld fürs Taxi einzustecken, da Dr. Turk voraussichtlich mit Ihrem BMW nach Hause fahren wird. Ich hoffe, dieses kleine Mini-ASMR hat Ihnen gefallen. Ich dachte mir mal, ist mal ein anderer Anfang. Ansonsten, willkommen. Das Format nenne ich P&Q. Es ist sozusagen Prozess und Quatscherei, weil sich das Ganze im Englischen besser anhört als im Deutschen mit Prozess, obwohl es fast dasselbe ist. Aber gut. Und halt, die Sprechweise ist an Rock'n'Roll angelehnt, damit es cool klingt. Und ansonsten ist es sozusagen ein Artcast, also Art und Podcast. Ich erstelle es sozusagen in einer Art, dass man es wie ein Stream nutzen kann, dass es halt im Hintergrund läuft, dass du jemanden an der Seite hast sozusagen, wenn du irgendjemanden hören willst, gerade jetzt. Aber wenn dir meine Stimme zu nervig ist, ist kein Ding. Mach einfach nur den Ton aus, aber du kannst ja dann das Visuelle betrachten und wenn ich dann meine Fresse zeige, kannst du es ja dann skippen. Und ansonsten, wenn du wiederum nur meine Stimme hören willst, warum auch immer, mach ein Fenster davor. Aber lass den Ton an. Auf jeden Fall danke schon mal fürs Reinklicken. Und ich dachte mir, ich zeige mal, wie ich beim Konzepten vorgehe von einem Charakter. Aber ich muss sagen, es war sehr tricky. Sehr, sehr tricky. Also ich habe mehrere Anläufe gebraucht, jedes Medium ausprobiert, was ich halbwegs kann. Teilweise abgebrochen, wie ihr dann sehen werdet. Aber immerhin ist der Character Sheet mittlerweile auf dem Weg. Warum er leider immer noch nicht fertig ist, werdet ihr am Ende des Videos sehen, beziehungsweise hören. Aber naja, man kann bekanntlich nicht alles haben. Aber ich habe mir dieses Jahr auf jeden Fall einiges vorgenommen. Aber den größten Mut habe ich dank meinen neuen Hobbys Twitch gefunden. Insbesondere dank meinen Leuten, die mir zur Seite stehen und andersrum. Wir machen sozusagen immer Gruppentherapie. Und ich muss sagen, ich liebe es. Es ist einfach nur miteinander quatschen, beziehungsweise halt, naja, ihr schreibt sozusagen und ich quatsche, kommt dasselbe. Und man hilft sich so gegenseitig. Und manchmal hilft es ja einfach nur, dass man drüber redet, egal was es ist. Von daher muss man mal die Fleischwerbung rein, schon allein, weil es mein Running Gag ist auf der Seite. Folgt mir gerne auf Twitch, Daddy das Lay. Yolo! Jedenfalls, ich spamme dezent, wenn ich frei habe. Einfach, ich liebe es. Es ist wirklich ein unglaublich schönes Gefühl zu wissen, dass die Leute sich einfach freuen, dass du da bist. Auch wenn es nur online ist, aber es ist auch so besser für mich, weil sobald es in Real-Life-Interaction losgeht, werde ich verklemmt ist es nicht ganz. Ich werde auf jeden Fall schüchterner. Und ich beobachte mehr, wie so eine kleine Salzsäule. Aber wenn ich halt online bin, dann habe ich meinen Freiraum. Ich bin trotzdem glücklich alleine, aber kann durch das Internet andere auf eine gute Art und Weise belästigen. Ja, es hört sich merkwürdig an, aber ich würde es so beschreiben. Ja, belästigen. Moin. Ich weiß nicht warum. Also, es ist der zweite Tag, wo ich jetzt aufnehme und ich fühle mich komisch. Warum mache ich das? Aber ja.
Ich hoffe, ihr denkt alle schön ans Frühstück und was von der Person kommt, die gerne auch nur einmal am Tag 18 Uhr abends isst. Gut. Heute mal nicht. Ich habe einen kleinen Pot-Smoothie, weil ich musste Bananen aufbrauchen, die werden sonst verschimmelt. Gurken und Äpfel. Komm in die Kamera. Und Brat. Alles vegan. Yay. Ich find's strange. Also, ich sei in Kamera scheu. Das ist übrigens die Handyhalterung, wo man das Handy dran klebt. Da oben. Aber dadurch, dass ich halt hier auf YouTube nicht wirklich gesehen werde, bin ich da ein bisschen mutiger. Ich bin ja mittlerweile ein bisschen twitchsüchtig, so was das selber Stream belangt. Ich muss sagen, gucken ist halt echt selten. Weil wenn ich denn nicht online bin, mache ich dauernd irgendwas anderes, wie heute einfach Videomaterial sammeln für das Video. Aber halt auf Twitch ist halt immer jemand da, was eigentlich ganz geil ist und wofür ich dankbar bin, weil ich brauche den Chat, ich bin sonst hart demotiviert. Aber dadurch traue ich mich halt auch nicht, wirklich die ganze Zeit meine Fresse zu zeigen, wenn ich zeichne, weil es wäre strange. So wie das hier. Nur noch länger. Weil ich nicht selten über 6 Stunden streame. Oder auch mal den ganzen fucking Tag. Ich habe einmal aus Versehen 22 Stunden gestreamt. Erst 10 Stunden hart und dann 12 Stunden gezockt. Ich glaube, ich sollte zu einer Therapie gehen. Aber ich mache nebenbei noch meine Arbeit und Haushalt. Also, es ist alles noch im grünen Rahmen. Aber ich finde das so merkwürdig. Aber gut, nach, ich glaube, 3 Monate, das ist auf jeden Fall mindestens das letzte Video her, wenn ich schon ein halbes Jahr inzwischen, ich habe da nicht nachgeguckt, kommt mal wieder ein Video. Ich habe aber keine Ahnung, ob danach wieder ein halbes Jahr folgt, wo ich nichts tue. Aber ich würde sagen, ich sollte jetzt mal weiter Art-Stuff sammeln, weil das ist interessanter als... Und dann mal essen. Also, schön ans Essen denken. Ich bin heute auch vorbildlich. Ich weiß nicht, was ihr das Jahr vorhattet, aber ich wollte eigentlich ganz gern sozusagen meine Wohnung zu Ende upgraden, damit ich dann nächstes Jahr, beziehungsweise inzwischen dieses Jahr, 2021, mehr reisen könnte. Also im Sinne von Freunde besuchen. Vielleicht mal statt nur einer kommt, 2 Cons, aber gut, dann mit den Cons ist das auch, sagen wir, creepy. Aber ich denke mal, ich werde nicht die Einzige sein, die sagt, okay, dann lieber nicht. Dafür hoffe ich, dass mich 2 oder 3 Freunde besuchen dürfen, bis es dann soweit ist. Das wäre halt echt schön, weil ich muss sagen, ich bin eigentlich eine Art von Person, die sich halt wirklich sehr stark zurückzieht. Sprich, wenn ich frei habe, habe ich mich eigentlich mehr in meiner Wohnung verkrümelt. Weil ich es halt einfach liebe, allein zu sein. Auch wenn sich das halt immer so negativ anhört, aber ich bin halt fucking. Ich habe nicht gewusst, Mensch. Okay, to be true. Ich habe bisher noch keine Sau gehört, die wirklich ernsthaft gesagt hat, ich bin so Menschen. Du sagst das nur zu Bewerbungsgesprächen. Ansonsten, nein, keine Sau. Aber gut. Aber, ja. Wie kamen wir denn zu Twitch? Also, es war April. Mein Geburtstag war zu Ende, es waren die letzten Tage im April und ein einsames kleines Lay war langweilig. Diesem besagten Wesen ist wieder eingefallen, dass kaum eine Zeit irgendwie gefühlt alle auf Twitch angefangen haben. Wiederum war dieses Wesen aber genervt davon, dauernd von den Links zugespammt zu werden, weil gefühlt alle 5 Wochen kommt die neue krasse Art-Website raus, wo sofort alle hinspringen und ich denke mir so, Bruder. Ich bin jetzt schon auf 5 verschiedenen Social Medias, wo ich nicht mehr ansatzweise alles abgedeckt habe. Ich habe keine Lust, noch eine 10. beizutreten, um vielleicht 2 Leute zu erreichen. So. Aber mir war, wie gesagt, eines Nachts langweilig.
Und ich wollte schon gerne das Streamen richtig ausprobieren. Hier auf YouTube hat es nicht wirklich geklappt. Also dachte ich mir so, du hast gerade eh nichts Besseres zu tun. Ich weiß nicht, wann ich wieder arbeiten darf. Du hast gerade Zeit. Und das war echt, ich würde jetzt mal sagen, eine gute Stunde. Also ich bin definitiv glücklich, dass ich echt diesen spontane Idee aufgegriffen habe und nicht gesagt habe, okay, nee, kein Bock. Gut, wie lief der erste Stream ab? Traurig? Es war so, ich habe anfangs nur digital gezeichnet, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich ein Handy mit der Webseite verbinden könnte, weil ich halt keine richtige Kamera habe zum Aufnehmen. Und wie ich inzwischen auch gelernt habe, irgendwie nur Spiegelreflex geht. Die sind ja sehr preiswert. Inzwischen weiß ich, wie es mit dem Handy geht, aber ich wusste es halt vorher nicht. Dementsprechend habe ich mir dann so das Digitale beigebracht, weil ich ja einen Grund brauchte, mich mal mehr dem zu widmen. Aber ich war zu dumm, auf die eine legendäre Einstellung zu klicken, gesamten Bildschirm abzufilmen. Also wenigstens erstmal das. Wie ich jetzt inzwischen auch gelernt habe, kann man einstellen, dass es zum Beispiel nur das A-Programm abfilmt, in meinem Fall Medibang erstmal. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wie ich später gelernt habe, ist die Twitch-App zum Streamen laggy. Es hat halt irgendwie so ganz, ganz komisch geframed, wenn ich es ausprobiert habe. Deswegen bin ich dann erstmal beim Bildschirm geblieben. Naja. Ich war 2 bis 3 Stunden damit beschäftigt, gefühlt alles anzuklicken, außer diese verfickte Funktion. Und habe halt dementsprechend rumgemeckert. Ich hatte konstant mindestens einen Zuschauer, der aber nie was schrieb. Ab und zu ging es halt auch mal rauf, weil erster Stream, da wirst du semi-gepusht. Da gibt dir Twitch sozusagen die Chance, die ersten Leute zu erreichen. Die nächsten da. Aber ich war halt dumm. Naja, ich habe den Anfluss damit aufgegeben, bin schlafen gegangen. Und nach dem Schlafen hier habe ich dann auch mal diese Funktion entdeckt. Ja moin! Und dann fing ich an zu streamen. Im ersten Stream hatte ich direkt einen aktiven Zuschauer zu dem Zeitpunkt. Dachte mir so, geil. Im zweiten Stream hatte ich 2 neue Follower, die dann auch drauf geschrieben haben. Und dachte mir so, ja. Und dann kamen die bösen Wochen. Was meine ich jetzt mit bösen Wochen? Naja, ganz einfach. Ich habe keine Sau erreicht. Und ich bin nicht die Einzige, die wirklich sagt, Chat ist das Auto. Weil man pusht sich gegenseitig. Auf der einen Seite pusht man den Chat manchmal, indem man einfach zeigt, man ist produktiv. Aber vorwiegend pusht der Chat dich, produktiv zu sein, weil ich in meinem Fall mich einfach nur freue, dass die Leute mit mir rumgammeln wollen. Und wenn du dann halt keinen hast, dann ist es einfach fucking demotivierend. Ich hatte dann aber irgendwann Glück, dass dadurch, dass ich halt bei meiner ersten Artstreamerin, wo ich auch immer noch am liebsten gucke, was aber schwierig ist, weil sie Amerikanerin ist, Zeitverschiebung, blub, habe ich mich dann halt semi ausgekotzt und gemeint, also eigentlich würde ich schon gern streamen, aber ich habe halt keiner so die zuguckt und es frustriert einfach. Und dadurch wiederum habe ich jemanden ranbekommen, der dann dafür gesorgt hat, dass die Leute gucken. Beziehungsweise eine war jetzt semi aktiv dazu und dann mit der Zeit kamen auch langsam andere Leute dazu. Vorwiegend aber erstmal Englisch, weil ich es halt über die Artstreamerin sozusagen die ersten Kontakte aufgeknüpft habe. Und irgendwann kamen dann die Deutschen und dann lief es. Und dann hatte ich meine Idioten. Oh Gott. Ich liebe euch alle. Ja, es ist mittlerweile halt wirklich geil. Ich habe halt wirklich meine Standard-Idioten, die ich immer lese. Dann gibt es Leute, die ab und zu mal reinploppen, mal kurzzeitig, mal 1-2 Mal in der Woche und ich freue mich einfach jedes Mal wie so ein kleines Kind, wenn ich entweder einen Namen wiederlese oder es auch ein neuer ist und der dann halt direkt auch folgt. Das ist echt immer ein richtig schönes Gefühl. Und ja, falls ihr nicht auf Twitch seid, es gibt so verschiedene Steps. Also grundsätzlich kann jeder streamen, jeder kann sich auch einen Account machen, kostet euch keinen Cent, könnt auch kostenlos reinschreiben. Nur, ihr könnt auch eigene Mods besitzen. Das Ding ist nur, damit ihr die aktivieren könnt, müsst ihr sogenanntes Affiliate erreichen.
Und dafür musst du bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und die zwei Main-Dinger sind neben einer bestimmten Stundenanzahl und Wochenanzahl, die du streamen sollst, innerhalb von 30 Tagen immer, ein bestimmter Watch-Up-Durchschnitt und du musst 50 Follower erreichen. Ich hatte den Tag 50 Follower erreicht, dachte mir so, geil, Emotes! Meinst du jemanden im Chat? Nein. Du musst jetzt auch noch einen Durchschnitt von 3 erreichen, dann kannst du uns freischalten. Du meinst dieses Stream? Nee. Jede Minute, die du online bist, wird ein Durchschnitt erreichen. Und diesen Durchschnitt musst du auf 3 hochbringen. Oh. Ich habe in meine Stats geguckt und gesehen, es war 0, irgendwas. Glückwunsch. Und ich hatte aber das Glück, dass ich einen gewissen User namens Eric hatte und er hat wirklich dafür gesorgt, ab diesem Zeitpunkt, dass mindestens 3 Leute immer gucken, teilweise mehr. Und ich bin ihm einfach so unendlich dankbar, weil es hat schon mit seiner Hilfe 3 Monate gedauert, das alles nachzuholen, weil ich wirklich Nullerwochen hatte, also wirklich keine Sau geguckt hat. Und das war scheiße anstrengend. Aber ich habe jetzt mittlerweile so wirklich meine kleine Familie. Ich kann sogar auch monatlich ein bisschen Taschengeld verdienen. Es ist nicht die Welt und ich glaube, Februar nehme ich gar nichts ein. Beziehungsweise März, weil das, was Februar ist, kommt dann mit dem März an. Aber was soll man machen? Es ist wirklich besser für die Seele, einfach nur zu lesen, dass man teilweise wirklich den Leuten hilft. Ich hatte jetzt schon wirklich schon ein paar Leute, die geschrieben haben, ey, ganz ehrlich, du hast mich so oft aus meinem Down rausgeworfen. Da mich immer nur zum Lachen gebracht, obwohl ich gerade gut schöne Gedanken hatte. Und das ist. Es fühlt sich gut an. Aber. Und manchmal. Ich bin ja nur meine Frau. Und komm mal kurz die Klischee-Schiene rauszuholen. Ich bin auch. Ich weiß nicht warum, aber ich bin manchmal innerhalb von 5 Sekunden einfach nur angepisst. Denke mir so, fuck no. Und Grumpy da vor mich hin. Und der Chef schafft dann halt einfach nur durch seine Anwesenheit, dass ich wieder lächle und Motivation finde. Ich war auch noch nie so produktiv wie jetzt. Also klar, es hängt unter anderem damit zusammen, dass ich die Zeit habe. Weil ich halt nur noch alle 2 Wochen für den Tag arbeite. Durch das CEO. Und die Bedingungen, die darin geknüpft sind, beziehungsweise die Sicherheitsmaßnahmen, die ihr Betrieb festlegt. Aber es liegt halt auch einfach daran, wenn ich live bin, will ich auch produktiv sein und den Leuten zeigen, ihr müsst nicht perfekt zeichnen, ihr müsst einfach nur Spaß haben. Also klar, es ist eine andere Story, wenn ihr damit Geld verdienen wollt. Dann muss man schon perfektionistischer drauf sein, definitiv. Aber wenn es nur euer Hobby ist, bitte hört auf, euch zu zerstören mit dem Perfektionismus. Ich für meinen Teil zeichne zum Beispiel nur als Ventil. Ich finde halt, wie schon erwähnt, sozialen Stuff übelst anstrengend. Ich habe da meine Probleme mit und ja, wie die meisten. Also so sozialer Stuff ist einfach extrem anstrengend. So, und wenn ich halt zeichne, dann schalte ich immer meinen Kopf aus und leg einfach los. Und ich habe so meinen kleinen Color-Fetisch. Auf der einen Seite, ich versuche es so realistisch wie möglich zu machen, ohne dass es die leichte Anime-Optik zerfickt. Aber ansonsten gucke ich halt einfach, dass ich eine Harmonik und am Ende, es ist Kunst. Zeichnet das, worauf ihr Bock habt. Bitte. Ich bin echt kein Freund von diesem Perfektionswahn, den ich größtenteils bei Künstlern sehe, dass sie sich wirklich mehr selber fertig machen, von wegen, das ist 1 Millimeter zu lang. Ja, moin. Nichts Perfektes. Und ich finde es halt auch keiner creepy, wenn etwas zu perfekt aussieht. Aber gut. Naja. Also, wir haben jetzt das Aquarellbild haben wir fertig und jetzt sind wir mein Skizzenbuch, wo ich nochmal versucht habe, ein Full Body mit Close-Ups. Aber Spoiler Alert, ich war nicht ich hätte echt gerne Rüschen verpasst beim Rock, das ist so richtig schön Fluft, weil sie halt entsprechend auch rumjumpt. Aber es hat sich irgendwie falsch bei ihr angefühlt, deswegen wurde es am Ende dann ohne Rüschen, was mich ein bisschen zärt macht. Man kann nicht anders.
Und sie selber gehört zu meinem Artbook-Projekt. Ich habe mir dieses Jahr fest vorgenommen, Merch zu drucken. Das größte Projekt ist mein Artbook. Und dieses Artbook soll auch gleichzeitig, also es soll sozusagen meine Liebe zur Kunst, was für mich daran das Befreiende ist, und halt meine Liebe zu einem gewissen Fan Ruby fusionieren. Und deswegen wird dieses Artbook den Prozess der Erstellung meines Fanteams Obst, wie Postveganismus, versuche ich zu dokumentieren und habe eben dafür diese Babys. Sie ist Tee. Und zur kurzen Erklärung bei Ruby, jeder Charakter des... Ich rede ohne Skript, es tut mir leid, wenn ich mich fünfmal wiederhole. Bei Ruby ist es so, der erste Buchstabe des Namens soll auch der erste Buchstabe der Hauptfarbe deines Charakters sein. Bei ihr zum Beispiel ist es eben T und Türkis. Und wir sind bei dem nächsten Medium angekommen. Jetzt sind wir auf einem Kraftpapier und ich versuche mit Buntstiften nochmal das Ganze zu festigen. Spoiler Alert, ich breche wieder zwischendrin ab. Es ist ein bisschen frustrierend. Das Ding ist halt, ich rede nicht mehr. Es tut mir leid, wenn ich rede. Wenn ich einmal die erste Skizze zu einem Charakterkonzept gemacht habe, dann hänge ich da relativ fest. Weil ich mag das Halfbody. Ich finde das echt hübsch. Und ich habe auch sozusagen das Gröbste für den Rest im Kopf. Aber irgendwie bin ich mit den Details von ihrer Shorty und den Schuhen nicht zufrieden gewesen. Und ich wusste nicht warum. Wenn ich mehr versucht habe rauszuholen detailmäßig, dann war es zu much. Habe es wiederum beim Alten gelassen, fand ich fast zu wenig. Es ist tricky. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile auch eine merkwürdig fanate Designerin geworden. Also auf der einen Seite will ich, dass es schon fancy aussieht, aber es darf auch nicht zu fancy sein. Es soll auf jeden Fall auch tragbar sein, ganz stumpf gesagt. Also wenn man jetzt rein theoretisch nachcosplayen würde, sollte man den Schnitt recht leicht verstehen können. Und ich versuche es immer wie so eine Zwiebel aufzubauen, dass du immer so Schicht über Schicht hast und nicht ein fettes Ding mit 5000 Schnittmustern, sondern dass das alles aufeinander aufbaut. Aber dadurch wiederum biss ich mir halt selber auch ein bisschen ins Knie, weil es kann halt leicht too much werden oder du musst halt 5000 Einzeldetails zeichnen, die du halt aber vielleicht in einem einzigen Artwork von 500 siehst. Weil sie mal, keine Ahnung, jetzt wie in dem Fall dieses Korsett mal abgenommen hat. Damit man zum Beispiel mal das Kleid sieht, was sie halt auch wirklich super selten trägt. Aber gut, ich habe mir damit selber ins Bein gepisst. Ne? Und mir fällt gerade auf, dass sie einen richtig harten Melonenkopf hat. Also der Kopf ist echt ein Ticken zu groß. Ich glaube, das hat mich die ganze Zeit gestört. Der Rest des Körpers sieht proportional richtig aus, aber der Kopf sticht gerade echt wie so ein Wasserball raus. Alter. Das saß ich immer des Todes. Wenn man beim Leinen oder gefühlt 5 Jahre, nachdem man das Foto geschossen hat und vor allen Dingen das Bild fertig ist, einem auffällt, zum Beispiel, das mir relativ oft mittlerweile auffällt, der Kopf ist zu groß. Ich könnte jedes Mal schreien. Alle würde ich sagen, das Konzept war wie 2020. Ein purer Struggle. Man weiß nicht vorne, man weiß nicht zurück. Man denkt, man kommt vorwärts und dann kommt wieder die nächste Schiene. Aber wir haben es alle überlebt. Und ich hoffe, dass wir zumindest ab der zweiten Hälfte dieses Jahres langsam wieder aufatmen dürfen. Traurigerweise auch Menschenmassen auf der Straße.
habe es immer gehasst, wenn so viele Leute da sind. Ich habe als das erste Mal diese Einkaufskorbpflicht kam, hatte ich Mini-Panikschub. Ich habe eine, wenn ich wirklich nervös werde, schrecklich einen kleinen Panikschub bekomme. Ich weiß, nervös und Panikschub ist nicht dasselbe. Und dann zittern immer nur meine Hände. Lediglich meine Hände. Alles andere bleibt ruhig. Du siehst nichts in meiner Fresse. Aber meine Hände fangen an zu zittern. Und dann weiß ich, okay, deine Nerven versuchen gerade zu flüchten. Traurigerweise vermisse ich mittlerweile das. Also, dass es halt immer so leer ist, macht mir mittlerweile auch Semi-Angst. Obwohl ich eigentlich immer wollte, dass es leerer wird. Ich bin immer noch introvertiert, aber ich vermisse irgendwo diese Menge, die man gewohnt war. Ich verstehe es nicht. Aber ich hasse es. Aber ist irgendwas merkwürdig? Und wo wir gerade bei dem Sketch sind, kurz zu ihr. Sie ist ein Eulenfaunus. Also Faunus in Ruby, Menschen, die ein einziges Tiertrait haben. Und das war für mich das größte Problem. Ich hätte gern auch diese komplett schwarzen Augen gegeben, wie manche Eulen es haben. Aber ich muss sagen, das mit dem Kugelgelenk ist tausendmal witziger. Stell dich vor, ihr seid in den Öffis, ihr pendelt irgendwo hin, hinter euch sind die preisenden Menschen und man darf ja nichts sagen, was man denkt. Also, ich kann gleich das sagen, was man denkt. Man darf hier natürlich erst recht nichts antun. Stellt euch vor, ihr könnt euren Kopf komplett drehen, ohne einen Genickbruch oder sonstiges zu riskieren. Macht wirklich einfach einmal die Runde rum, guckt ihr zwischendrin mal ein paar Sekunden an und dreht euch dann wieder weg. Die werden einfach nur geflasht vor What the fuckness. Das wäre der Burner. Ich würde das auch so gerne können. Aber sad life is sad. Kann bekannt ich nicht alles haben. Und vor allen Dingen, es ist halt so ein Trade, was echt nicht auffällt. Dadurch kann man echt viele, viele dumme Szenen machen und ich hoffe, ich kriege da auch gute Sachen zustande. Aber was sollte da drin schon schief gehen? Euch meinen, dass ich nicht den Stift rechtzeitig ranbekommen habe, beziehungsweise genauer gesagt den Aufhänger von dem einen Braunton. Was genau sind die Momente, weil da habe ich noch mal einen Face-Clip sozusagen. Aber falls du es bis hierhin ausgehalten hast, ich wollte dir einfach nur für die Aufmerksamkeit danken, dass ich 5000 Mal die Themen gewechselt habe, dass ich rumgestottert habe, dass ich diese komischen Lehrpausen hatte. Es tut mir leid. Ich bin das halt vorne und hinten nicht mehr gewohnt und ich hatte noch nie ein Skript beim Auto einreden. Ich habe wirklich einfach irgendein Dünnschiss geredet. Das klappt wirklich bei weitem besser auf Twitch. By the way, ich glaube, das ist für uns alle angenehmer. Also, falls du gern ein Live-Akustik-Event haben willst, würde ich mich echt freuen, falls du auf Twitch vorbeigucken würdest, weil ich liebe diese Website. Dass du halt wirklich alles personifizieren kannst für dich, das ist der Wahnsinn. Wie gesagt, das mit den Emotes freut mich immer noch am meisten, auch wenn ich sad bin, dass du nur als Partner gefühlt 1 Million Emotes machen darfst. Alle meine Plätze sind belegt, ich habe so viel mehr Emote-Ideen, aber ich kann sie nicht einbringen und ich glaube seriously nicht daran, dass ich Partner werde, weil nur mal als Vergleich. Für Affiliated braucht man 3 Zuschauer im Durchschnitt, wie ich ja vorhin erwähnt habe. Für Partner sein brauchst du 75 Zuschauer im Durchschnitt. Ich habe im Monat ca. 200 Stunden Streamzeit, weil ich halt wirklich fast jeden fucking Tag durchweg streame, wenn ich frei habe, weil ich es liebe. Ja, ich müsste von heute auf morgen im Prinzip gefühlt 200 Watcher im Durchschnitt haben, um das relativ zeitnah hoch zu pushen und nein. Aber nochmal kurz zum Twitch. Also, größtenteils bin ich halt immer mit Art online und zeige einfach drauf los, worauf ich gerade Bock habe. Aber ab und zu gibt es halt auch Gaming-Abende, wo ich dann die Scheiße aus mir rausschreie.
teilweise klinge, als würde ich ein Kind gebären. Alles und jedem beleidige, was sich bewegt und nicht bewegt, weil ich kann zielen. Die Wand taucht einfach nur grundlos vor mir auf. Die hat was gegen mich. Das Spiel hat was gegen mich. Ich bin nicht so dumm dafür. Nein. Und was halt auch so das Schöne ist, wenn du Affinity aktiviert hast, dann kriegen halt auch die Watcher sogenannte Channel Points. Du kannst sie halt auch umbenennen. Bei mir sind es Tea Times, weil Tea ist live. Und diese kann man halt, je nachdem, was derjenige eingestellt hat, in, wie bei mir zum Beispiel, Artcalls umwandeln, sprich Sketch, Lineart oder sogar Full-Color-Bilder kann man kriegen. Man muss halt einfach nur zugucken. Kostenlose Bilder. For free. Ich würde schon sagen, da könnte man reingucken. Ah, ja. Okay, das war's mit Werbung. Tut mir leid. Für den Rest hört ich noch die chillige Musik an. Ich würde mich freuen, wie gesagt, auf Twitch euch zu lesen. Ansonsten mal wieder ein Art-Video nach mindestens einem halben Jahr. Nächstes, letzte zurück. Es ist so sad. Ich glaube, mittlerweile ist es fast ein Jahr. Man liest sich, man hört sich. Wir überstehen das alle noch irgendwie. Falls Sie Seelsorge brauchen, Professor Dr. Dr. Lay ist fast jederzeit für Sie da auf Twitch unter dem Namen Daddy Das Lay verfügbar. Wir sind wirklich eine kleine Therapiegruppe und untereinander und ich liebe es aus tiefster Seele. Also schließ dich gern an, aber ansonsten, es gibt auch noch eine ganze Menge anderer netter und cooler Streamer da draußen. Oder du traust es dir selber zu streamen. Wie gesagt, ich habe aus Langeweile angefangen und mittlerweile ist es halt echt ein schon so kitschig, als sich anhört. Wichtiger Part in meinem Leben, weil man therapiert sich gegenseitig. Und der Zustand deiner Seele ist definitiv das Wichtigste, auf das du achten solltest. Ich glaube, das haben wir jetzt alle gelernt, nach dem letzten Jahr. Also was auf jeden Fall auf dich aufnimmt. Ihr bestimmt schon, das schon alle.何も
知らないわ。でもストは毎晩正直物が造付け、だから見ればスポーツ機家事は向こう岸抜かされるまま決着はもう時期、何もしたくないだけ、ドラバーの話もここまで。なんだか今もう何も見えない、手だるさの目まい全てありえない、心に落とす影は消えない、鏡に映る魔法目が冗談、わずかな共感、それすらのどまん下に落ちる誰にも届かず、きっとだ誰も無駄な自分の言葉、ただ今はもう何も聞きたくない、まぶた閉じ暗い闇の中住まい、一人きりになってどのくらい悲しみなどなく、いつも不安になる、それもなんとなく見て見るふりをしてただ不安とな、ずっと動かないでこのままもう全て変えるものだ、私はいるの、私のことを言いたいならば言葉にするのなら僕でなし、こんなところに私はいるの、こんな時間に私はいるの、こんな私も変わらぬのなら、もし変われるのなら白になる、今夢見てる、なんだか今もう何も見えない、けだるさの目まい全てありえない、心に落とす影は消えない、魔法でか冗談、わずかな共感、それすら望まず腐り落ちる誰にも届かず、きっと語るも無駄な自分の言葉、ただ今はもう何も聞きたくない、まぶた閉じ暗い闇の中住まい、一人きりになってどのくらい悲しみなどなく、いつも不安になる、それもなんとなく見て見ぬふりをしてただ不安とな、ずっと動かないでこのままもう全て変えるものだ、I'm not afraid to die.
Ahoi. Fick dich, Kamera. Okay, leck mich. Dann diese Perspektive. Ich wollte eigentlich diese diese drei Character Sheets auch noch colorn und mit in das Video packen. Aber natürlich, ich habe gefühlt 1000 Aufführer von meinen Copics, die in zwei wunderschönen Boxen verteilt sind. Und weil die könnte ich jetzt eigentlich zeigen. So, hier. Diese Boxen sind beide komplett voll. Nur mit Auffüllern. Beide. Hier. Trotzdem fing halt jetzt auf, dass ich für ihren Hautton, weil sie ein dunkler Hautton werden soll, hätte wirklich schönes Braun. Der erste Schattenton, der ist alle. Und ich habe dafür keinen Auffüller. Ich habe gefühlt 1000 Auffüller, aber von dieser Scheiße habe ich keinen. Also, es tut mir leid, es ist nur ein creepy Konzeptvideo. Ich hoffe, es hat trotzdem halbwegs unterhalten. Ich saß viel zu lange an der Scheiße dafür. Ich habe über Wochen verteilt das ganze Videomaterial erstmal aufgenommen, weil meine Speicherkarte rumgezickert, von wegen, ich bin komplett voll, egal was du rauslöst. Und dann muss ich die Scheiße ja gleich am Laptop erstmal bearbeiten. Hey! Also, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, schreibt einen Mitleidskommentar. Also, Mitleid muss nicht mit drin stehen. Einfach aus Mitleid irgendeinen dummen Kommentar schreiben. Danke. Es kann auch richtig, richtig schlechter, dummer Wortwitz sein. Das ist okay. Aber bevor das Video endet, betrachten Sie mit mir diesen wunderschönen euren Hoodie. Da. Wunderschön. Ansonsten, falls du mein Gelaber irgendwie interessant, angenehm, whatever findest, ich kann dir nur mein wunderschönes Twitch empfehlen. Da bin ich sehr aktiv in Leute nerven und spammen. Größtenteils Art, immer wieder Gaming, wo ich uprage. Mir wurde gesagt, dass das ganz angenehm und ich liebe es auch zu streamen, oh mein Gott. Wir haben auch einen Discord-Server, wo ich nur mal kurz so Ja und Amen schreie, so nach dem Motto, ich lebe noch, aber ich bin nicht wirklich da drin aktiv. Aber ansonsten, fühl dich frei, dass ich dich auf Twitch nerven darf, weil da bin ich wirklich fast täglich on. Ich liebe es aus tiefster Seele, weil da halt auch alle meine Idioten sind. Man pusht sich gegenseitig. Ich meine, es gibt doch Tage, da bin ich auch einfach down. Da bin ich mit einem mal unmotiviert oder es kommt irgendwas wieder hoch und dann bin ich so meh. Und dann kommen aber meine Leute und pushen mich einfach wieder hoch, indem sie einfach nur da sind. Ich meine, wenn man dann vielleicht auch noch einen Sub droppt oder so einen Scheiß, freue ich mich natürlich noch mehr. Aber grundsätzlich einfach nur dieses, yo Bruder, ich bin da, um dich auszuhalten, das reicht mir. Einfach nur, das reicht. Und nachher, fühlt euch frei. Ich habe euch genug voll getextet. Ich habe noch mehr cringige Videos, falls du dir das reinziehen willst. Mein Beileid. Ansonsten lange, lange Twitch-Streams, weil wenn ich frei habe, so ziemlich jede Minute streame, die ich wach bin. Man liest sich, man hört sich, je nachdem, auf welcher Seite man ist. YOLO!